Fußballbrille am Rande. Burka Tombo, der nächste Krimi. Oh, die erste Flagge. Ist ja mal bräuchte das jetzt. Ich habe auch einen Krimi, ja. Mein zweiter Vorname ist ja eigentlich Churchill, ne? Aber ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich mal an so einem Fußballprojekt da teilgenommen, mit dem Self-Publisher Verlag Epugni, mit dem verbinde ich seit langem eine abgemilderte Hassliebe. Die haben dann mal so was initiiert, da durfte dann jeder mitschreiben und immer so ein paar Sätze und dann jemand anders und auch dann nochmal jemand. Ich fand es recht interessant, weil jeder hatte, glaube ich, so seine eigene Geschichte im Kopf und am Ende verdichtet sich das alles ein bisschen. Also wenn es dann ein wenig bei euch hakt, es liegt nicht an euch, also keine Sorge. Also ich versuche jetzt mal den Krimi da vorzutragen. Ich beeile mich und hoffe, dass meine Stimme durchhält. Gibt es nicht mehr gedruckt, aber noch als E-Book. Und heißt, wie gesagt, blutige Fässer. Das Blut war schon in den Rasen eingezogen. Kommissar Cutesa blickte auf den leblosen Körper des Fußballspielers, der gestern noch die zwei Tore geschossen hatte, die das Spiel entschieden. Ruhm, Tod, vergessen. Wie schnell wechselte doch dies manches Mal im Leben. Cutesa riss sich aber schnell wieder los aus diesen philosophischen Gedankengängen. Seltsam war hier nämlich so einiges. Kein geisteskranker Fan verübte dieses Attentat, murmelte der Kommissar vor sich hin. Zwei, teils blutüberströmte, verschmierte Reisefässer luchten unter dem Toten hervor. Mutmaßlich hatte er sie sich kurz vor seinem Tod in den Hosenmund versteckt und sie waren nun herausgerutscht. Der Polizeibeamte zog sich vorsichtig seine Latex-Handschuhe an, hob vorsichtig die Leiche hoch und nahm die Dokumente in Augenschein. Als er den ersten Pass öffnete, konnte er kaum seinen Augen trauen. Das Kind gab den Fußballspieler wieder, aber er hatte einen anderen Namen. Welches Geheimnis steckte hinter dem Ganzen? Wer hatte ihm die Fässer zugesteckt? Was hatte er zu vermerken? Er schaute in den anderen Fass und sah eine brünette Mitzwanzigerin. Die fragende Augen blickten ihn an. Sie hatte etwas Geheimnisvolles in ihrem Blick. Es war nicht die Frau, die offiziell seine Ehefrau war. Welches Doppelleben hatte er gespielt? War er in ein gefährliches Spiel eingebunden und nun das Opfer seines Spiels? Viele Fragen drängten sich dem Kommissar innerhalb weniger Sekunden auf. ja, richtig, rief ihm da unvermittelt Sophie Galver zu, die Leiterin der Spurensicherung. Wir waren tatsächlich gerade eben fertig und Sie dürfen jetzt Beweismittel berühren. Oh, dabei grinste sie etwas schief. Schuldbewusst blickte Cutesa auf. Das hatte die gute Sophie gar nicht so gern, wenn man nicht abwarten konnte. Danke, brachte er hervor und setzte dann mit Doppelblick hinzu. Ein tolles Timing, ne? Was für eine Frau, dachte er bei sich. Schade, war sie verheiratet. Er war das auch mal gewesen.
doch Ehen von Polizisten hielten wohl in den seltensten Fällen sehr lange. Dann blieb ja noch etwas Hoffnung in Bezug auf Sophie. Lautes Geschrei vom anderen Ende des Spielfelds riss ihn jäh aus seinen Gedanken. Wo ist er? Ich muss ihn sehen! Schnell erkannte der Kommissar in der Frau die Witwe. Die Kutesa war klar, dass die Frau aufgelöst sein würde und er war sich sicher, dass sie den zweiten Pass nicht sehen durfte. Er begrüßte die aufgeregte Frau und stellte sich vor. Ja, sehr schön. Sind Sie sicher, dass er tot ist? Fragte die Frau und war mit einem Moment wie ausgewechselt. Kommissar Kutesa interessierte aber auch noch die Frage nach dem Täter. Denn bis jetzt hatte das noch keinen so wirklich interessiert. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Wandte sich an die Witwe. Wann haben Sie Ihren Mann Romano Berger zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend, wir haben etwas zusammen gegessen, aber ein Schluchzen ließ ihre Stimme fast zerbrechen. Es kam dann ein Anruf. Romano sagte, es wäre der Trainer, der dringend eine Aufstellung besprechen müsse. Und dann sprang er auf und fuhr mit dem Auto davon. Um welche Uhrzeit war das genau? Gegen 22 Uhr antwortete die Witwe und hob ihren Schoßhund hoch. Es war ein Chihuahua mit einem schwarzen Fleck am linken Ohr, welches wie ein nasser Lappen herunterhing. Hat er sich anders benommen als sonst? Erstaunt sah die Witwe den Kommissar an. Jetzt, wo sie danach fragen, er hat ständig auf die Uhr gesehen, so als würde er auf etwas warten. Und als der Anruf kam, wirkte er wie erleichtert. Der Kommissar hob die Augenbraue, wie er es oft tat, wenn ihn etwas erstaunte, und zog den Pass mit der falschen Identität des Opfers aus seiner Jackentasche. Er öffnete ihn und hielt ihm der Witwe Berger vor das Gesicht. Haben Sie dafür eine Erklärung? Es war zwar der Tote, jedoch stand ein völlig anderer Name in dem Pass, aber auch das Geburtsdatum stimmte nicht mit dem überein, welches die Frau kannte. Sie schluchzte auf. Das ist Romanos Pass. Dieser ist der Pass seines jüngeren Bruders Frederik. Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Nun wusste keiner mehr, was er sagen sollte. Nur Frutesa behielt einen kühlen Kopf und sagte zu einem der Spurensicherer, untersuchen Sie bitte einmal die Tasche des Spielers, welcher zuletzt hier war. Ich habe da eine Vermutung. Und an die Berger gewandt, wissen Sie vielleicht, wo sich Ihr Schwager Frederik zurzeit gerade aufhält? Mit leichtem Sonner kündigte sich ein näherndes Gewitter an. Sie schaute Kutesa etwas unsicher an, wie es ihm dünkte, und sein Instinkt sagte ihm, dass sie ihm etwas zu verbergen suchte. Aber eben, als sie ihren Mund zu einer Antwort öffnete, ging sie seinen ersten Wimmerrollen unter. Leicht verärgert wiederholte Kutesa seine Frage. Ich habe sie eben nicht verstanden. Ich weiß nicht, es ist alles so schrecklich, flüsterte sie mit erstickter Stimme und täuschte eine Ohnmacht vor. Ein Schatten verdeckte sie. Man beugte sich besorgt zu ihr hinunter. Besorgt beugten sich die drei Polizisten über die Frau. Doch Kutesa blieb in Ruhe stehen. Er ahnte, dass diese Luxusfrau nicht lange am harten Boden liegen bleiben würde. Und er behielt recht. Kaum am Boden stand sie wieder auf.
Ihr Gesichtsausdruck wurde hart und sie sagte mit einer leicht unterkühlten Stimme: Nun gut, ich gebe es zu. Frederik und ich hatten eine Affäre. Alle starrten die Witwe mit einer geschockten Miene an, denn damit hätte niemand gerechnet, noch nicht einmal zu Cäsar, der sich sicher war, den Fall schon längst gelöst zu haben. Doch jetzt stand er wieder vor einem ganz neuen Anfang, den er aber erst finden musste, während die anderen geschockt dastanden und einfach nichts sagten. Sie lachte ein trockenes Lachen, wobei sie der Reihe nach in die geschockten Gesichter starrte. Wisst ihr was? Ein Frederik existiert nicht. Und überhaupt, bevor ich weiterrede, will ich erstmal mit meinem Anwalt sprechen. Nun verstand niemand mehr ein Wort. Sie wurde für die Befragung auf das Präsidium gebracht. Kutesa wandte sich noch einmal der Leiche zu und plötzlich stach ihm etwas ins Auge. Der Mann, der da vor ihm lag, trug Kontaktlinsen und ohne lange zu überlegen, bückte er sich und entfernte eine davon aus dem Auge des Toten. Und siehe da, die Iris darunter war blau. Aber Cutesa, als Fußballanhänger, kannte Romano Werner und wusste, dass er seine dunkle Augen hatte. So dunkle, wie dies die eingefärbten Kontaktlinsen vortäuschten. Und blaue Augen besaß. Der Mann aus dem Foto im Pass, der auf den Namen Frederik Werner ausgestellt war, und ihm war klar, dass der Mann davor ihm auf dem Rasen nicht Romano Werner, sondern Frederik Werner, dessen Bruder sein musste. Plötzlich hörte man im Stadion, wie jemand stolperte und mit einem Blick auf die Zuschauerbühne konnte Cutesa den Schatten eines Mannes sehen. Er eilte los, die Treppenstufen doppelt nehmend, erreichte einen Mann mühelos. Er riss ihm die Kapuze herunter und erstarrte, weil er mit diesem Mann nicht gerechnet hatte. Mit Schock blickte Cutesa in das Gesicht von Romano Werner. Die Jacke und das Gesicht des Fußballspielers war über und über mit Blut befleckt. Was hast du getan? Schrie ihn seine Frau wütend an. Denn mit dieser Überraschung hatte auch sie nicht gerechnet. Es ist alles ganz anders, als es aussieht, schrie der Fußballspieler seiner Frau zu. Verzweifelt sah der Star den Kommissar an und hoffte, dass dieser ihm zumindest glaubte. Cutesa war nun eins klar. Er musste dieser Situation nun ein Ende setzen, damit es nicht noch mehr ausartete. Herr Werner, Sie sind vorläufig festgenommen. Noch Romano Werner wollte sich nicht so einfach festnehmen lassen. Deswegen riss er sich aus dem Griff des Kommissars los und eilte durch den nächstgelegenen Tribünengang. Jedoch zog Cutesa seine Pistole und nahm einen Schuss ab, der Romano Werner in den Fuß traf. Er schrie laut auf und kurzzeitig schien es, als würde Werner sein Gleichgewicht verlieren. Noch schnell fing er sich wieder, biss sich auf die Lippen, um den Schmerz zu unterdrücken und rannte weiter. Cutesa schoss erneut. Diesmal traf die Kugel Werner in den rechten Oberschenkel, woraufhin sein schon schwaches Gleichgewicht verlor und er wie ein nasser Sack zurückfiel und kippte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht lag er auf dem Boden des Tribüneneingangs und schaute in Richtung Cutesa, der sich ihm langsam näherte. Cutesa richtete die Waffe auf Werner und fragte ihn geradeaus: Was zum Teufel ist hier eigentlich vor sich gegangen? Ich rate Ihnen, reden Sie lieber jetzt. Das bringt Ihnen wenigstens noch mildernde Umstände vor Gericht. Der Kommissar
Wenn der Fußballer sah den Kommissar an und seine Lippen bebten und er brachte im ersten Moment kein Wort heraus. Mein Bruder wollte sich mit meiner Tochter Jennifer ins Ausland absetzen, flüsterte Romano Berger. Frau Berger wollte, nein, sie konnte nicht glauben, was sie da hören musste. Wieso sollte sich Jenny mit Frederick ins Ausland absetzen? Doch Romano sagte nur, du weißt es ganz genau. Theresa wandte sich an die Berger. Ja, um Gottes Willen, wer hat sie denn hierher gebracht? Sie wurden doch aufs Präsidium gebracht. Atemlos liefen die drei Polizisten, die Frau Berger auf das Präsidium hätten bringen sollen, zum Zuschauerraum. Theresa stampfte hart mit dem Fuß auf den Boden. Mein Hannes, Schröder, lassen Sie alle zusammen aufs Präsidium bringen. Und Sie sind mir persönlich dafür verantwortlich und sorgen Sie dafür, dass sich jemand um die Wunden von Berger kümmert. Während das Ehepaar Berger abgeführt wurde, beschloss Theresa, sich die Leiche noch einmal näher anzusehen. Irgendwo mussten noch Fußstücke oder etwas Ähnliches zu finden sein, wie hätte sich der Tote sonst mit der Unbekannten absetzen sollen. Und wirklich zog er nach kurzem Abtasten aus der Unterhose des Toten einen Umschlag, den er ungeduldig aufmachte und ein halbes Dutzend Fotos herauszog, die alle samt Romano Berger in eindeutiger Pose zusammen mit einem seiner jüngeren Teamkollegen zeigte. Cuthesa konnte in diesem Fall einfach kein klares Indiz finden, deshalb beschloss er, die beiden Verdächtigen zu befragen. Er fuhr in das Präsidium und erfuhr einige interessante Details, die den Fall in die richtige Richtung lenken konnten. Für ihn war es nun offensichtlich, dass Frederick mit diesen Fotos seinem Bruder erpresst hatte, damit dieser zu Fredericks Verhältnis zu seiner, Romanos, Tochter, noch minderjährigen Tochter, schwieg und Romano die Situation wohl über den Kopf gemacht hat und er nachher kurzerhand seinen eigenen Bruder ermordet hatte, schließlich die vermeintliche Witwe Berger, nachdem sie einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, so wie ich jetzt gleich in ihrer zweiten Aussage bestätigte. Dankeschön. Ja, ne. Sieht aus wie so ein Reichsbürgerpass. Hallo? Okay, ich habe hier noch ein paar Sprüche zur Frauenfußball-WM 2011.